Hallo ihr Lieben, hier ist Silke. Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. In den letzten Monaten habe ich in meinem privaten Umfeld immer mal wieder die Fragen bekommen, deine Zähne werden immer heller, wie machst du das? Und da habe ich mir gedacht, ich wollte sowieso mal wieder ein Update machen zu meiner aktuellen alternativen Zahnpflege. Da mache ich doch einfach mal ein Video dazu. Und bevor ich euch zeige, wie ich in den letzten Monaten meine Zähne gepflegt habe, möchte ich nochmal darauf eingehen, zur natürlichen Farbe der Zähne und welche Lebensmittel die Zähne färben können. In unserer Gesellschaft sind strahlend weiße Zähne ein Zeichen für Vitalität, für Gesundheit, für Jugendlichkeit und für Schönheit. Die Farbe der Zähne ist aber genetisch festgelegt. Es gibt Menschen, die haben einen eher dünnen Zahnschmelz und durch diesen Zahnschmelz schimmert das gelbliche Zahnbein, das Dentin, und somit wirken die Zähne leicht gelblich. Es ist auch ganz normal, dass im Laufe des Lebens die Zähne etwas gelblicher werden, weil der Zahnschmelz nach und nach abgebaut wird bzw. abgenutzt wird. Wenn ihr also einen 50- oder 60-Jährigen oder eine 50- oder 60-Jährige seht mit strahlend weißen Zähnen, dann sind es entweder künstliche Zähne oder die Zähne wurden professionell gebleicht, also oder künstlich gebleicht. Also Zahnarztpraxen bieten auch so dieses professionelle Zahnbleichen an. Das ist aber keine Option, weil es auf Dauer die Zähne und auch das Zahnfleisch belastet. Bevor ich euch meine alternative Zahnpflege vorstelle, möchte ich noch kurz auf die Nahrungsmittel bzw. Genussmittel eingehen, die die Zähne verfärben können. Ich habe da hier so eine Liste und da steht an erster Stelle Kaffee. Also wer über Jahre, Jahrzehnte regelmäßig Kaffee trinkt, der muss damit rechnen, dass die Zähne sich leicht verfärben. Auch schwarzer Tee oder grüner Tee führen zu oder können zu Zahnverfärbungen führen. Auf meiner Liste steht auch Rotwein, aber auch Weißwein. Das fand ich auch sehr interessant. Weißwein kann auch dazu führen, dass die Zähne sich verfärben. Im Weißwein ist wohl viel Säure enthalten und diese kann die Zahnoberfläche aufrauen und dann kann es eben auch zu Zahnverfärbungen kommen. Weiterhin stehen auf meiner Liste Balsamico-Essig und Sojasauce. Also wenn man das sehr oft verwendet, regelmäßig, dann kann es dazu führen, dass die Zähne sich verfärben. Auch Softdrinks wie zum Beispiel Coca-Cola führen dazu, dass Zähne sich verfärben. Und dann kommt so ein Klassiker, das ist wahrscheinlich vielen bewusst oder das ist schon gängiges Wissen, Nikotin kann dazu führen, dass Zähne sich verfärben, also das Nikotin in Zigaretten. Dann kommt jetzt mein echtes Lebensmittel. Ich habe bewusst vorher Nahrungsmittel, Genussmittel gesagt, weil Nahrungsmittel sind für mich nicht unbedingt Produkte, die Leben enthalten, aber Lebensmittel steckt ja auch schon drin, Leben. Und das sind wilde Heidelbeeren. Wilde Heidelbeeren, die haben ja noch dieses färbende Farbpigment in sich. Wenn man wilde Heidelbeeren irgendwo im Wald sammelt, dann färbt man sich mitunter auch die Hände beim Sammeln bläulich, auch die, wenn man sie dann isst, die Zunge, die Lippen, die Zähne, das Zahnfleisch, alles ist blau. Bei den Kulturheidelbeeren ist ja dieses Farbpigment herausgezüchtet. Auf meiner Liste stehen auch noch Mundspülungen, also die eigentlich dafür gedacht sind, den Mund zu reinigen und mitzupflegen. Die können dunkle Schatten auf den Zähnen hinterlassen, sozusagen als Nebeneffekt oder Nebenwirkung. Dann habe ich auf meiner Liste als letztes noch Curry stehen. Also im Curry, das ist ja ein Gewürz, was oft im indischen Raum sehr weit verbreitet ist. Und im Curry ist ja auch Kurkuma enthalten, was eine gelb färbende Eigenschaft hat. Aber Kurkuma ist auch Teil meiner Zahnpflege. Und ich kann sagen, es hat nicht wirklich gelb färbende Eigenschaften im Bereich der Zähne. Es ist wirklich phänomenal. Kurkuma färbt alles mögliche, Textilien, auch Küchenzubehör, ein Mix, ein Pürierstab gelb, aber die Zähne, natürliche Zähne nicht. Bei Brücken oder Kunststofffüllungen kann das wieder anders aussehen, aber unsere Zähne färbt das Kurkuma nicht, hat sogar noch einen gesundheitlichen Effekt, aber darauf komme ich dann später noch. Von dieser Liste der Genussmittel, der Nahrungsmittel, die Zähne verfärben können, verwende ich nur Heidelbeeren und Kurkuma, welches im Curry enthalten ist. Wieso haben die Freunde von mir gesagt, dass meine Zähne immer heller werden? Ich habe im Winter über Kräutertee ab und zu getrunken. Kann sein, dass der Kräutertee auch eine leicht färbende Wirkung auf meine Zähne hatte, obwohl ja auf der Liste nur Schwarztee und Grüntee stand. Also ich habe nur diese beiden Teesorten gefunden, aber es scheint bei mir auch bei Kräutertee so zu sein, dass er die Zähne leicht verfärbt und dann ab
April, Mai habe ich dann keinen Tee mehr getrunken. Und es kann sein, dass das eben manchen aufgefallen ist, dass die Zähne wieder etwas heller waren. Ich muss noch dazu sagen, meine Zähne wirken in Videos manchmal so weiß sind die nicht in Natur. Sie sind schon hell, aber nicht so weiß, wie sie manchmal im Video erscheinen. Kommen wir nun zu meiner alternativen Zahnpflege der letzten Monate bzw. der letzten Jahre. Das ist heute sozusagen ein Update meiner natürlichen Zahnpflege. Ich führe am Morgen regelmäßig ein Ölziehen durch. Die meisten von euch werden sicherlich vom Ölziehen schon gehört haben bzw. praktizieren es selber. Aber für diejenigen, die damit noch nichts anfangen können, gibt es jetzt eine kurze Erklärung. Also das Ölziehen bewirkt eine Entgiftung über die Mundschleimhaut und verbessert die Zahn- und Mundhygiene. Für das Ölziehen nimmt man einen halben bis einen Esslöffel eines bestimmten Öls in den Mund, zieht es durch die Zähne und spült damit den ganzen Mundraum. Und nach einer gewissen Zeit wird das Ganze ausgespuckt. Das kann das Zahnfleisch festigen, Zahnbelege vermindern, aber auch die Zähne heller machen. Und das ist ja heute das Thema dieses Videos. Und ich zeige euch jetzt als erstes, welche Öle ich abwechselnd dafür verwende. Und es gibt auch noch einen Geheimtipp, was man noch morgens machen kann. Dann zeige ich euch, welche alternative Zahnbürste ich am Morgen dafür oder danach diesem Ölziehen verwende. Und danach gibt es die Zahnpflege für den Abend. Da habe ich nochmal ein ganz anderes Programm und das folgt jetzt alles nacheinander. Los geht's. Das ist Schwarzkümmelöl. Das soll das gesündeste Öl der Welt sein. Verschiedene Studien weisen darauf hin, dieses Öl ist 100%iges kaltgepresstes Schwarzkümmelöl und es wirkt entzündungshemmend, schmerzlindernd und antibakteriell, ist also sehr gut für ein Ölziehen geeignet. Den Geschmack des Schwarzkümmelöls würde ich als herb bezeichnen. Das ist Kokosöl. Dieses Öl eignet sich auch hervorragend zum Ölziehen, das antibakteriell und entzündungshemmend wirkt. Ihr seht sicherlich, dieses Öl ist fest, das Kokosöl, und hier dieses Öl ist flüssig. Ist überhaupt kein Problem mit diesem festeren Kokosöl ein Ölziehen durchzuführen, einfach einen Teelöffel von diesem festen Kokosöl in den Mund nehmen und dann schmilzt es ganz leicht und schnell und dann kann man wunderbar ein Ölziehen damit durchführen. Jetzt habe ich noch einen Geheimtipp für euch, das ist Beinwellwurzelpulver. Beinwell ist eine Wildpflanze und dieses Pulver wird aus den Wurzeln hergestellt. Beinwellwurzelpulver ist ein uraltes Heilmittel und es soll die Gesundung von Knochen, Geweben und Zähnen fördern und beschleunigen. Links im Glas befindet sich eine Beinwellwurzelpulverpaste, einfach dieses Pulver mit Wasser verrührt. Das mische ich am Abend, lasse das Ganze über Nacht aufquellen und dann kann ich am Morgen damit eine Spülung durchführen. Ähnlich wie das Ölziehen, aber einfach nur mit dieser Paste. Und diese Spülung kann ruhig 15 bis 20 Minuten dauern. Dieses Pulver hat eine unglaubliche Wirkung. Eine gute Bekannte von mir hat damit ihre Karies stoppen können. Da gibt es auf meinem Blog den sehr interessanten Erfahrungsbericht. Den kann ich euch auch oben rechts in den Infokarten verlinken oder unter dem Video oder auch im ersten Kommentar, den ich oben anpinne. Da ist auch beschrieben, wie sie vorgegangen ist, um ihre Karies zu stoppen. Sie war auch bei verschiedenen Zahnärzten und die erste Zahnärztin hat eben bestätigt, das ist Karies, und die konnte dann auch ein bisschen so in den Zahn, das war so eine weiche Masse, so ein bisschen mit ihren medizinischen Zahngeräten in diese Masse reinstechen. Und nachdem die gute Bekannte mit dieser Paste gespült hat, war es dann eben nicht mehr möglich. Sie hat dann auch noch ein, zwei andere Ärzte, ich glaube sogar einen Kieferchirurgen aufgesucht, und der letzte hat ihr dann bestätigt, dass das keine Karies ist, beziehungsweise dass die ausgeheilt ist. Diese Zahnbürste verwende ich gern nach dem Ölziehen. Das ist eine Mieswak-Zahnbürste. Ihr seht rechts den Zweig des Zahnbürstenbaumes. So sieht der kleine Stock aus, wenn man ihn geliefert bekommt. Und dann kann man sich selber daraus eine Zahnbürste machen. Das seht ihr links, diesen Bürstenkopf. Dann schält man einfach 1 bis 2 cm von der Rinde ab und dann kaut man so lang das abgeschälte Ende, bis eine
bürstenähnliche Form entsteht. Während dieser Phase kann es natürlich sein, dass sich daraus Fasern lösen, dass man die so im Mund hat. Aber während des Putzens kommt es dann nicht mehr vor. Nur am Anfang, wenn man diese Bürste ein bisschen kaut, darauf rumkaut, dann kann sich das schon mal lösen. Aber einfach dann den Mund mit Wasser ausspülen und dann kann man wunderbar die Zähne mit dieser Bürste, mit dieser natürlichen Zahnbürste putzen. Ihr seht, es ist eigentlich wie ein kleiner Stock, aber es ist perfekt als nachwachsende Zahnbürste geeignet. Und das Interessante an dieser Mieswak-Zahnbürste ist, dass sie von Natur aus zahnschützende Stoffe enthält. Ist also Zahnbürste und Zahnpasta in einem. Also für sehr ökologisch bewusste Menschen ist es die perfekte Zahnbürste. Was ein bisschen aufwendiger ist bei der Reinigung der Zähne, dass man hier eben die Zähne alle einzeln reinigen muss. Vorderseite, Rückseite und dann eben auch die Kauflächen. Aber das ist reine Gewöhnungssache. Also ich finde, nach dem Putzen mit der Mieswak-Zahnbürste fühlen sich die Zähne sehr glatt und sauber an. Das ist wirklich ein sehr angenehmes Gefühl. Diese drei Mittel verwende ich abwechselnd am Abend für die Reinigung meiner Zähne. Da haben wir hier ein Zahnpulver, das besteht aus 5 natürlichen Zutaten. Das wird auch von der ganzheitlichen Zahnmedizinerin Dr. Karin Bender-Gonser empfohlen. Mit der Karin habe ich auch schon ein Video gemacht zur chemiefreien Pflege und zur chemiefreien Haushaltsreinigung. Wer sich für das Interview interessiert, ich verlinke es euch oben in den Infokarten. Dieses Zahnpulver, wie gesagt, besteht aus 5 natürlichen Zutaten. So sieht es aus. Es besteht zum einen aus Rügener Heilkreide, das ist ein basisches Zahnputzmittel, und auch ein sanftes, natürliches Schleifmittel. Dann besteht es aus Natron. Natron wirkt antibakteriell und kann Pigmentierungen an der Zahnoberfläche verhindern. Die dritte Zutat ist Xylit, also Birkenzucker. Der hemmt aktiv die Kariesbakterien, denn die Kariesbakterien können diesen Zucker nicht verstoffwechseln. Dann ist noch Kurkuma dabei. Also Kurkuma gibt diesem Zahnpulver auch die gelbe Farbe. Und Kurkuma wirkt entzündungshemmend und auch etwas bleichend auf die Zähne. Aber Vorsicht bei Kunststofffüllungen oder Brücken, da kann es färbend wirken. Und die letzte Zutat ist ätherisches Pfefferminzöl. Das wirkt antibakteriell, entzündungshemmend und gibt einfach ein frisches Gefühl, wenn man mit diesem Zahnpulver die Zähne putzt. Zum Putzen verwende ich diese Bambuszahnbürste. Generell verwende ich schon seit ein paar Jahren nur Bambuszahnbürsten. Das ist sehr ökologisch, das ist also auch ein großer Vorteil. Aber ein Nachteil ist wirklich, die Borsten sind relativ hart. Wenn man dann ein empfindliches Zahnfleisch hat, dann kann es schon etwas reizen, wenn man immer mit dieser Bambuszahnbürste putzt und vor allem auch zu sehr schrubbt. Also wenn man mit Bambuszahnbürsten die Zähne putzt, dann nur mit ganz sanften Bewegungen und nicht groß Druck ausüben auf die Zähne und auf das Zahnfleisch. Dann habe ich ja hier hinten noch 2 selbstgemachte Zahnpasten, die ich auch schon seit ein paar Jahren verwende. Hier diese Zahnpasta besteht aus Kokosöl, aus Natron und Xylit, diesem Birkenzucker, den die Kariesbakterien nicht verstoffwechseln können. Das Rezept gibt es auch schon in einem Blogartikel. Ich meine, das ist auch der Blogartikel, in dem der Erfahrungsbericht stand von dieser Bekannten, die Karies stoppen konnte. Also schaut einfach mal unten in die Infobox oder in den ersten angepinnten Kommentar. Da findet ihr das Rezept oder den Artikel, wo dieses Rezept enthalten ist. Und hier noch eine selbstgemachte Zahnpasta, die verwende ich schon wirklich seit ein paar Jahren. Immer wieder gern mische ich mir diese Zahnpasta, die besteht einfach nur aus 2 Zutaten. Kokosöl, was ja antibakteriell und entzündungshemmend wirkt, und Kurkuma, was auch entzündungshemmend wirkt und eben die Zähne auch etwas bleichen kann. Das denkt man ja nicht, weil Kurkuma ja, gerade wenn man in der Küche mit Kurkuma arbeitet, zum Beispiel eine Suppe kocht mit Kurkuma und nimmt einen Pürierstab, dann stellt man schnell fest, ups, der Kurkuma hat ja den Pürierstab gelb gefärbt und es lässt sich auch oftmals nicht entfernen. Aber bei Zähnen ist das nicht so, außer es gibt Menschen mit anderen Erfahrungen, dann
berichtet uns davon, was dabei passiert ist. Seit 3 Wochen testen wir dieses interessante Produkt Zahnkristalle aus Xylit aus Birkenzucker. Diese Zahnkristalle sind als ergänzende Zahnpflege gedacht zum Zähneputzen. Und diese Zahnkristalle können den Speichel alkalisieren, also basisch machen. Und dies wiederum fördert die Remineralisierung der Zähne. Und die Wirksamkeit dieser Zahnkristalle ist auch wissenschaftlich belegt. Eine Studie hat aufgezeigt, dass erst nach über 8 Minuten Einwirkzeit der Speichel vollständig alkalisiert ist, was eben für die Remineralisierung der Zähne notwendig ist. Und diese Zahnkristalle, die sind in einem besonderen Verfahren hergestellt und die lösen sich erst nach 10 Minuten auf. Also wenn man nach dem Zähneputzen so einen Zahnkristall in den Mund nimmt, dann löst er sich erst nach 10 Minuten auf und macht den Speichel schön alkalisch. Und meine Jungs haben diese Zahnkristalle zu lieben gelernt. Sie freuen sich immer aufs Zähneputzen, weil sie wissen, danach gibt es so einen Zahnkristall. Der Xylit wird ja auch Birkenzucker genannt, das heißt aber noch lange nicht, dass er auch aus der Birke gewonnen wird. Also Xylit wird oft auch aus gentechnisch verändertem Mais hergestellt, aber der Xylit für die Zahnkristalle, die stammen traditionell aus finnischer Birkenrinde. Am Abend, vor allem wenn ich während der Abendmahlzeit fasrige Lebensmittel gegessen habe, wie zum Beispiel Wildkräuter, dann reinige ich mir die Zahnzwischenräume mit Zahnseide. Ungewachste Zahnseide ohne Fluorid. Was halt der Nachteil ist bei dieser Zahnseide, dass relativ Plastik mit im Angebot ist. Vielleicht habt ihr ja eine Alternative, die plastikfrei ist, dann freue ich mich über Infos oder einen Link. Das war meine alternative Zahnpflege. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann freue ich mich über einen Daumen nach oben. Alle Produkte, die ich in diesem Video vorgestellt habe, findet ihr auch unter diesem Video verlinkt, beziehungsweise auch im ersten angepinnten Kommentar. Ich weise darauf hin, das sind alles Affiliate-Links. Ich bin in verschiedenen Partnerprogrammen und wenn ihr über diese Links kauft, dann bekomme ich eine kleine Provision. Ihr bezahlt aber nicht mehr und unterstützt mit diesem Einkauf mein Tun. Herzlichen Dank! Ich freue mich natürlich auch über zahlreiche Kommentare zu meiner alternativen Zahnpflege. Ihr könnt mir gerne Erfahrungsberichte von euch da lassen. Mit welchen Mitteln habt ihr sehr gute Erfahrungen gemacht bezüglich der Zahnpflege, der Zahnreinigung? Ich freue mich über einen regen Austausch. Wünsche euch noch alles Liebe, alles Gute. Bis ganz bald, eure Silke.